offenbar gezielt Deutsche aus. Jetzt ist nach Kanzlerin Merkel ein zweiter Name bekannt geworden, ein Student, der sich mit Software zum Schutz vor Überwachung im Internet beschäftigt. Die Empörung groß und die ist einen Tag später am Freitag noch größer. Ein BND-Mitarbeiter, so der Vorwurf, soll im Auftrag der USA den Bundestag überwacht haben. Genauer gesagt den NSA-Untersuchungsausschuss. Podiumsdiskussion im bayerischen Tutzing. Zu Gast der Chef des Verfassungsschutzes und der Generalbundesanwalt. Wie schlimm ist der Spionageskandal? Diese Frage verfolgt die beiden am Samstag bis in die Provinz. Der Generalbundesanwalt bestätigt Ermittlungen gegen einen BND-Mitarbeiter, der für ausländische Nachrichtendienste spioniert haben soll. Es geht darum, dass aus der Zeit von 2012 bis heute insgesamt 218 Dokumente an diese Dienste weitergegeben sein sollen. Wir haben in der vergangenen Woche umfangreiche Durchsuchungen vorgenommen. Der BND-Mann soll die Informationen an einen US-Dienst gegeben und dafür 25.000 Euro kassiert haben. Danach wollte er wohl einen russischen Dienst beliefern. Die Meldung wirbelte schon vor dem Wochenende Staub im politischen Betrieb auf. Donnerstagabend wurde das parlamentarische Kontrollgremium einberufen und über den Fall informiert. Am Freitag sprach der Regierungssprecher von einem ernsten Vorfall. Die Bundeskanzlerin hat ebenfalls gestern von diesem Fall Kenntnis erhalten. Wir tun alles in engster Abstimmung mit dem Generalbundesanwalt, so auch die Informationen des parlamentarischen Kontrollgremiums. Und es sind auch die Obleute des NSA-Untersuchungsausschusses informiert worden. Der amerikanische Botschafter wurde ins Auswärtige Amt gebeten. Die USA, so die Bitte, müssten nun zügig an der Aufklärung mitwirken. Ein Verdacht wog zudem besonders schwer. Der BND-Mann soll für die Amerikaner auch interne Dokumente des NSA-Ausschusses ausgespäht haben. Von dem Ausschuss also, der sich mit den Spähmethoden des US-Geheimdienstes beschäftigt. Sollten sich diese Vorwürfe bestätigen, dann wäre das ein handfester Skandal. Die Parlamente kontrollieren in Rechtsstaaten die Geheimdienste und nicht die Geheimdienste die Parlamente. Inzwischen gibt der Ausschussvorsitzende zumindest in diesem Punkt vorsichtig Entwarnung. Ich habe derzeit keine Erkenntnisse, dass Aktenmaterial des NSA-Untersuchungsausschusses selber ausgespäht worden ist. Es handelt sich anscheinend um Materialien der Bundesregierung von nachgeordneten Behörden. Parteiübergreifend ist nun die Empörung groß. Ich erwarte, dass der Sachverhalt vollständig aufgeklärt wird, und zwar von allen Beteiligten, die dazu etwas beitragen können. Und nach Lage der Dinge sind das auch die USA. Auch der Bundespräsident spricht im ZDF-Sommerinterview von einem Spiel mit Freundschaften, sollten die Vorwürfe zutreffen. Eine Freundschaft, die seit der NSA-Späh-Affäre ohnehin abgekühlt ist. Vor dem NSA-Untersuchungsausschuss sagten diese Woche erste Zeugen aus, darunter William Binney, lange Jahre technischer Direktor der NSA. Die spähe heute Bürger auf der ganzen Welt aus, berichtet Binney den Abgeordneten und zuvor der ARD in einem Exklusivinterview. Wenn Sie 10 Milliarden Dollar in eine Geheimdienstbehörde investieren, dann ist das viel Geld, um ein ganzes Imperium zu gründen, das Daten sammelt. Und genau das passiert auch. In diese politischen Bemühungen um Aufklärung platzt nun also die Affäre um einen US-Spion beim BND. Sollte der Verdacht zutreffen, wäre das wohl ein neuer Tiefpunkt in den deutsch-amerikanischen Beziehungen.